Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, schön, dass trotz der späten Zeit doch noch einige hier auf den Tribünen der Diskussion verfolgen. Wir haben heute gleich drei Anträge, über die man reden könnte. Ich möchte mich vorwiegend auf den Antrag Kindern fördern und Familien stärken konzentrieren. Ein Motto, dem sicherlich alle Fraktionen hier in diesem Hause vorbehaltlos zustimmen würden und das auch für sich auf die Fahnen schreiben. Und wenn ich Ihren Redebeitrag, Frau Dörner, höre, dann frage ich mich schon, ob wir in den letzten 3,5 Jahren in unterschiedlichen Ausschüssen gearbeitet haben. Es ist naturgemäß so, dass die Opposition das Recht hat, Dinge zu kritisieren und immer mehr zu fordern und dabei auch keine Rücksicht darauf nehmen zu müssen, was ihre Forderungen und Vorschläge eigentlich kosten. Aber zu behaupten, dass in diesen letzten 3,5 Jahren nichts geschehen sei, ist nun wirklich absurd. Wir haben gemeinsam mit der SPD in diesen 3,5 Jahren das Elterngeld Plus eingeführt. Wir haben den Unterhaltsvorschuss ausgeweitet, wir haben den Mindestlohn eingeführt, wir haben den Kinderzuschlag erhöht, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Wir haben Maßnahmen getroffen, um die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern. Und wir haben, es ist noch keine 4 Stunden her, vorhin gerade beschlossen, dass der Bund weitere Milliarden in die Hand nimmt, um weitere 100.000 Plätze für die Kinderbetreuung in diesem Land in die Hand zu nehmen. Und das, obwohl wir dafür gar nicht zuständig sind. Man kann ja gerne fordern, dass wir immer mehr machen müssten. Aber zu behaupten, dass wir nichts getan hätten, ist, glaube ich, angesichts dieser Bilanz wirklich absurd. Sie legen hier einige Forderungen vor, die man fordern kann, die allerdings in ihrer Größenordnung einen 2-stelligen Milliardenbetrag bedeuten würden. Alleine der Punkt mit der Kindergrundsicherung würde noch einmal den kompletten Betrag, den wir heute im Etat des Familienministeriums haben, einnehmen. Das kann man fordern. Dann müssen Sie allerdings an dieser Stelle auch sagen, wo wollen Sie dieses Geld hernehmen, wie wollen Sie das finanzieren. Und was Sie bei Ihren Anträgen auch völlig außer Acht lassen, ist, dass es vor allem 2 Maßnahmen gibt, die dafür sorgen, dass Familien wirtschaftlich in der Lage sind, für sich und ihre Kinder zu sorgen. Das eine ist der Aspekt, dass Armut am nachhaltigsten eben nicht durch Sozial- und Transferleistungen, sondern durch Arbeit verhindert wird. Eltern eine gute Arbeit zu ermöglichen, ist deshalb der wichtigste Aspekt, um Kinderarmut auch in den nächsten Jahren anzugreifen und zu verhindern. Und hier haben wir gerade in den letzten Jahren, unter anderem mit der Einführung des Mindestlohns, das war nicht bei jedem von uns ein Herzensanliegen, aber wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut, dass eben die Einführung des Mindestlohns tatsächlich auch dazu geführt hat, dass viele Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt worden sind, ist das, glaube ich, ein wichtiger Trend, der zeigt, dass eben immer mehr Menschen in der Lage sind, von ihrer Arbeit auch zu leben. Und daran müssen wir als Politik auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten. Und der zweite Punkt ist, auch das haben wir vorhin lange diskutiert, ist der weitere bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung. Wir haben, wie gesagt, vorhin beschlossen, weitere 100.000 Plätze in diesem Land zu schaffen. Auch da haben Sie vorhin moniert, das ist ja alles nicht genug und ist alles nicht ausreichend. Und wir haben vorhin auch schon darüber diskutiert, dass wir auch wissen, dass diesem 4. Programm sicherlich noch ein 5. und ein 6. folgen wird. Aber ich glaube, wir haben in unserem Land auch eine föderale Ordnung, die Zuständigkeiten vorsieht. Und deshalb ist es, glaube ich, schon mal wenigstens in einem Nebensatz angebracht, positiv zu erwähnen, dass eben der Bund trotz nicht vorhandener Zuständigkeit an dieser Stelle die Wichtigkeit der Aufgabe erkennt und auch hier entsprechend mit Mitteln sich engagiert. Was aber bei diesem Zusammenhang eben auch wichtig ist, dass wir nicht nur darüber reden, dass wir die Kinderbetreuung quantitativ ausbauen, sondern dass wir sie auch qualitativ ausbauen. Auch das ist von den Rednerinnen und Rednern der Opposition vorhin genannt worden. Und dann muss ich sagen, finde ich schon, wenn ich die Meldungen lese, vorhin Frau Dr. Brandner forderte einen Qualitätsaufbruch, den wir in den Kindertageseinrichtungen brauchen, da haben Sie sicherlich unsere Unterstützung. Wenn ich allerdings sehe, was der rot-rot-grüne Berliner Senat jüngst auf den Weg gebracht hat, nämlich eben genau das nicht zu machen, sondern hier tatsächlich die Absenkungen der Berufsanforderungen für das Personal nach unten zu senken, ist das mit Sicherheit nicht der Qualitätsaufbruch, den wir für unsere Kinder benötigen. Wir alle haben das gemeinsame Ziel, Kinderarmut in unserem Land zu bekämpfen. Vorstellungen, mit welchen Maßnahmen das erreicht werden kann, gehen naturgemäß auseinander. Für uns als Union ist auch klar, dass in einer sozialen Marktwirtschaft der Wohlstand immer erst erarbeitet werden muss, bevor wir durch Sozialausgaben Forderungen, wie Sie sie hier aufgestellt haben, dann auch entsprechend tätigen können.
Doch, den gibt es. Deshalb können wir ja auch die Projekte, die wir vorhin genannt haben, auch alle umsetzen. Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir die Familien, die wir entlasten wollen, nicht mit zusätzlichen Maßnahmen wieder dann belasten und im Endeffekt ein Negativergebnis erzielen. Und was mir in Ihrem Antrag völlig fehlt, ist, dass wir eben bei der Förderung von Familien auch nicht nur darüber reden, wie können wir sie mit Leistungen oder mit Rechtsansprüchen fördern, sondern für uns als Union ist auch wichtig, dass wir zum Beispiel darüber reden, wie können wir Familien Wohnraum ermöglichen, wie können wir gerade in dem Zinsumfeld, das wir im Moment haben, Familien die Möglichkeit geben, Eigenheim zu schaffen, Eigenheim zu erwerben. Hier haben wir konkrete Vorschläge auch schon auf den Tisch gelegt. Da hätte ich gerne von den Grünen, von der Oppositionspartei Linken auch mal Vorschläge, wie wir Familien in unserem Land hier entsprechend fördern können. Es gäbe noch viel zu sagen. Leider ist die Rednerzeit schon um. Aber ich bin mir sicher, dass der Kollege Lehrieder dann auch noch einige Aspekte aufgreifen wird. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten, Kinderarmut zu bekämpfen. Aber lassen Sie uns dabei auch die Realität nicht außer Acht lassen. Wir haben schon viel erreicht und wir werden auch konsequent weiter daran arbeiten, in den nächsten Jahren diese Kinderarmut zu reduzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus Koch. Nächster Redner, Norbert Müller für Die Linke.